Herzlich willkommen bei Pharmalogisch. Letzte Woche habe ich euch erzählt, wie neue Arzneistoffe entwickelt werden. Und im Zusammenhang mit den klinischen Studien sind da so einige Schlagworte gefallen, die ich euch heute gerne näher erklären möchte. Was bedeutet randomisiert? Was bedeutet doppelblind? Und was bedeutet placebo-kontrolliert? Bis gleich! Fangen wir mit dem ersten Stichwort an. Was bedeutet placebo-kontrolliert? In einer klinischen Studie vergleiche ich ja immer verschiedene Gruppen miteinander. Ich habe einmal die Gruppe, die tatsächlich den neuen Wirkstoff bekommt, den ich in dieser Studie untersuchen möchte. Und ich habe eine Vergleichsgruppe, die entweder ein Scheinmedikament bekommt, ein sogenanntes Placebo, oder einen Wirkstoff, den man bisher in der Therapie dieser Erkrankung eingesetzt hat. Wenn die Vergleichsgruppe ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff bekommt, ein Placebo, dann spricht man von Placebo-kontrolliert. Also ich vergleiche meine tatsächliche neue Wirkstoffgruppe mit einer Placebo-Gruppe, um in den Ergebnissen eben den Placebo-Effekt mit einrechnen zu können. Jetzt gibt es manche Erkrankungen, da kann man das ethisch nicht wirklich verantworten, der Vergleichsgruppe nur ein Scheinmedikament zu geben, also zum Beispiel Krebserkrankungen. Deswegen kann es sein, dass diese Vergleichsgruppe auch einen Wirkstoff bekommt, den man eben bisher in der Therapie eingesetzt hat. Und dann gucke ich, wie ist denn der Unterschied? Habe ich mit diesem neuen Wirkstoff wirklich bessere Ergebnisse als mit der bisherigen Therapie? Aber das ist eigentlich nur die Ausnahme. Erklären wollte ich ja, was ist placebo-kontrolliert. Also normalerweise kriegt die zweite Gruppe ein Placebo. So, zweites Schlagwort. Was bedeutet eine randomisierte Studie? Random ist das englische Wort für Zufall. Und das bedeutet einfach, dass die Studienteilnehmer zufällig auf diese verschiedenen Gruppen aufgeteilt werden. Also der Arzt guckt nicht hin und sagt, ach, dein Vorname fängt mit B an, du kommst in die erste Gruppe. Oder du hast blonde Haare, du kommst in die zweite Gruppe. Sondern um da keine subjektiven Kriterien, die man vielleicht auch unterbewusst anwenden würde, mit einzubringen, erfolgt diese Verteilung auf die beiden Gruppen zufällig. Also sprich, das macht die Technik irgendwie im Hintergrund. Und dann kommen wir auch gleich zum dritten Schlagwort. Was bedeutet denn doppelblind? Doppelblind heißt, dass weder der teilnehmende Proband noch der Arzt wissen, zu welcher Gruppe der jeweilige Proband gehört. Also diese Verteilung auf die beiden Gruppen in der Studie werden dem Probanden und dem Arzt nicht mitgeteilt. Der Sinn dahinter ist auch wieder einfach der, dass das Unterbewusstsein da nicht irgendwie in die Ergebnisse mit reinspielt, sondern dass man möglichst objektiv beurteilen kann, geht es mir denn jetzt besser mit dem Medikament, das ich hier bekomme? Habe ich einen Nutzen davon? Werden die Werte besser? Ja, und das klappt einfach besser, neutraler, objektiver, wenn man nicht so recht weiß, zu welcher der beiden Gruppen man eigentlich gehört. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Überblickvideo gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder.